a champion, a champion. Guten Morgen aus dem Hause Länder. Wir sind gerade eben aufgestanden, wir haben aber jetzt schon kurz nach 10. Wir sind noch ein bisschen im Bett liegen geblieben und haben uns erstmal ein bisschen fresh gemacht und uns umgezogen. Also ich habe mir einfach was Chilliges für zu Hause angezogen. Jakob auch, damit wir erstmal ganz gemütlich in den Tag starten können. Er ist jetzt in der Küche und wollte schon mal Frühstück vorbereiten. Und ich dachte mir, in der Zeit beginne ich den Vlog, sage schon mal Hallo. Also der Wecker hat wie immer um 8 geklingelt und um 8:30 bin ich dann aufgewacht. Aber ich dachte mir, heute starten wir mal gemütlich in den Tag, da wir am Wochenende so ein bisschen Trouble hatten. Also Freitag und Samstag war es ein bisschen stressig und da hatten wir überhaupt gar keine Zeit für irgendwas. Gestern haben wir uns auch so ein bisschen Zeit genommen. Wir waren gestern schwimmen und haben uns so 3-4 Stündchen so ein bisschen Ruhe gegönnt. Ist manchmal eigentlich sehr schön. Vor allen Dingen, weil ich Schwimmen sehr, sehr liebe. Ich bin super gerne schwimmen und ich bin so eine Wasserratte. Also wenn ich schwimmen bin, dann will ich eigentlich am liebsten gar nicht mehr aus dem Wasser rauskommen. Was steht heute so auf dem Plan? Ich muss jetzt gleich erstmal in meinem Kalender meine To-Do-Liste schreiben und dann möchte ich heute auch schon die Einkaufsliste schreiben. Je nachdem, ob wir es schaffen, würden wir dann heute auch schon einkaufen fahren. Denn Jakob hat ja erst ab, ich glaube, Mitte der Woche oder ab nächster Woche Uni. Das entscheidet sich noch, weil diese Woche ist in der Uni diese Erstlingswoche und da hat Jakob sehr, sehr selten irgendwas. Heute Morgen ist er aber auf jeden Fall noch zu Hause. Und dann wollten wir dann mal gucken, ob wir heute schon einkaufen fahren und das dann für diese Woche schon erledigen. Da muss ich mir dann gleich, wie gesagt, eine To-Do-Liste schreiben, damit ich alles auf dem Plan habe. Und dann auf jeden Fall so ein bisschen Haushalt. Ich möchte das Bett heute überziehen. Das habe ich nämlich gestern Abend nicht mehr geschafft, weil ich eingeschlafen bin auf dem Sofa. Und dann habe ich einfach gesagt, dass ich das heute mache. Das ist dann nicht schlimm. Aber sonst zum Glück alles aufgeräumt. Das ist schon mal gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Einmal das Frühstücksmenü Nummer 3. Frühstücksmenü Nummer 3? Ja. Vielen Dank. Bitte. Ja, ich habe hier einmal Frühstücksmenü Nummer 3. Das sind 2 Scheiben Toast. Einmal mit Zwiebelwurst und einmal mit Salami und Gurken. Das werde ich mir jetzt erstmal schmecken lassen. Ich denke mal, Jakob bereitet sich gerade auch noch irgendwas zu. Und dann werden wir auf jeden Fall in den Tag starten. Und dann wünsche ich euch erstmal jetzt ganz viel Spaß bei diesem Vlog. Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress, baby, got me feeling like a man. Ich habe es gerade jetzt ein bisschen E-Mail-Kram gemacht, damit bin ich aber jetzt schon fertig. So viel war das nicht. Jakob ist gerade schon einmal runtergegangen, hat einen Korb Wäsche geholt, der war nämlich im Trockner. Und in der Zeit habe ich das Bett abgezogen. Das lasse ich jetzt auch erstmal so, dann kann das ein bisschen lüften. Und dann werde ich das heute Abend einfach wieder überziehen. Im Badezimmer liegt jetzt die dreckige, beziehungsweise halt die Bettwäsche. Und das wasche ich nachher direkt, damit das in den Trockner kann. Damit das heute Abend halt wieder frisch ist und ich das wieder benutzen kann. Aber ich werde auf jeden Fall neue Bettwäsche drauf tun, wie immer. Dafür habe ich ja auch so viel Bettwäsche. Yes, aber ich lasse das halt gerne zwischendurch dann einfach mal so, damit das auch ein bisschen lüften kann. Ich werde heute Abend auch nochmal die Topper tauschen. Wir haben ja 2 Stück. Und die dann auch nochmal drehen. Das mache ich nämlich auch dann zwischendurch mal. Und dann werden wir jetzt erstmal einkaufen fahren und ich muss auch noch ein Paket abholen. Dann werden wir uns jetzt auf jeden Fall fertig machen. Okay, erst wird die Bettwäsche zusammengelegt und dann werden wir uns fertig machen und dann werden wir dann erstmal einkaufen fahren. 5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way. Wie man sieht, wir sind wieder zu Hause. Jakob hat gerade eben schon den Futon abgedreht und ich dachte mir, ich mache mich gerade mal auf die Suche nach der. Ich hasse diese Tür. Nach der Kamera. Denn ich wollte nämlich jetzt mich erstmal umziehen. Gut, dafür braucht man jetzt keine Kamera, okay.
Ich mache jetzt hier erstmal die Fenster zu. Es ist so kalt geworden. Oh mein Gott. Oh, wir haben schon im Wohnzimmer die Heizung angemacht. Wenn man überlegt, wir haben Oktober. Letztes Jahr haben wir erst Mitte November angefangen, die Heizung anzumachen, weil es einfach so lange noch warm war und wir erst die Heizung dann so spät gebraucht haben. Wir haben sogar gestern oder vorgestern hier im Schlafzimmer die Heizung angemacht, bevor wir schlafen gegangen sind, weil es so kalt war. Aber man muss ja natürlich auch durchlüften und ich möchte natürlich auch nicht, dass jetzt hier die ganze Zeit immer stickige Luft drin ist. So. Oh, ja, so diese Türklinker. Manchmal frage ich mich, wie viele Sachen in einer Wohnung überhaupt kaputt sein können. War ja klar. Jetzt bleibt das wahrscheinlich hier nicht auf dem Bett stehen. Keine Ahnung, was die Vormieter damit gemacht haben. Geht doch. Ich glaube, hier ist auch noch Fenster auf. Hier ist noch Wäschechaos hoch 50. Das muss ich auch gleich mal entfernen und dann die Sachen auch nochmal dahin nehmen, damit das schon mal erledigt ist. Still got your pearls hanging by my bedside. Jetzt liegt wenigstens nichts mehr auf dem Boden, nur noch die Wäschekörbe sind voll. Aber das ist schon soweit sortiert, das ist noch einmal eine weiße Wäsche und einmal eine dunkle Wäsche. Ja, und dann ist da noch einmal die große Badezimmermatte drin. Aber das ist immer so schwierig, die zu waschen. Oh, Mensch. Chaos hoch 5000. Oder was habe ich eben gesagt? Hoch 50? 5000? 5000 passt besser. Glaube ich. Ja, aber 5000 passt besser. Okay. Schön Tür zu machen, damit es auch warm bleibt. Okay, wenn man reinkommt, wird es schon mal wärmer. Und das sieht auch total cool aus, wenn man dann guckt und auf der Heizung stehen zwei Pakete Hackfleisch. Also für was braucht man einen Herd? Hackfleisch einfach auf die Heizung stellen. Deine Schuhe stehen hier. Ja, hier muss ich auch mal so ein bisschen aufräumen. Das Tablett, was da stand, ist mir leider kaputt gegangen. Deswegen stehen die Sachen jetzt auch so ein bisschen einzeln. Das hier und das hier ziehe ich an. Das kann man aufhängen und das kommt in die Schublade. Warum liegt hier eine Jogginghose am Boden? Ja, wieso kann man die nicht aufheben? Achso, okay. Dann ziehe ich mich jetzt erstmal um, räume den ganzen Gedöns hier weg und ja, dann muss ich noch auf meine To-Do-Liste gucken, denn ich weiß das heute absolut nicht auswendig. So, liebe Freunde der Kunst, ich werde jetzt einmal Essen machen, denn wie ihr seht, ich bin in der Küche. Da ist das Hackfleisch. Das ist Zwiebel. Das Zwiebel. Denn ich mag das ja nicht mit den rohen Zwiebeln da drin. Und Jesse bekommt die Hälfte mit den rohen Zwiebeln. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Dann werde ich das Hackfleisch würzen. Und dann werde ich auch schon anfangen zu brutscheln. So, während meine Zwiebelchen hier schon ein wenig dünsten und glasig werden, habe ich dann schon mal das Hackfleisch gewürzt. Bei Jesse sind halt die rohen Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Paprika, Pfeffer und Vegeta drin. Und bei mir ist Vegeta, Pfeffer, Knoblauch, ein wenig Majoran und ein bisschen Paniermehl. Keine Ahnung warum, aber ich dachte, ich mache da mal ein bisschen Paniermehl bei mir rein. So, das Essen ist einmal fertig. Hier ist einmal das Kartoffelpüree. Und hier sind die Köttbullar. Die Soße habe ich wie folgt gemacht. Und zwar habe ich zu dem Bratfett, also in dem, wo das gebraten wurde, stand auch so ein Rezept, 2 Esslöffel Mehl dazu gegeben und das dann kurz verrührt, sodass das so eine feste Masse ergab. Und dann habe ich so lange Milch dazu gegeben, bis es halt so eine Soße wurde. Und dann habe ich das halt mit Gewürzen abgeschmeckt und voilà, die Soße ist fertig. Hier haben wir noch den Gurkensalat, der dazu kommt. Und das Ganze werde ich dann auch jetzt mal anrichten und also das sieht schon mal sehr, 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 sehr lecker aus. Boah, wenn man hier jetzt reinkommt von den anderen Räumen, ist es richtig schön warm. Also ich liebe ja den Herbst und ich finde es auch richtig geil, dass das Wetter so ist, beziehungsweise halt, dass der Herbst endlich da ist.
Aber was ich nicht verstehen kann, also worauf ich eigentlich auch hinaus wollte, dass es so schlagartig so kalt geworden ist. Es war ja eigentlich noch recht schön. Klar, der Herbst ist natürlich kühl und also kalt. Aber es war eigentlich noch relativ schön. Und plötzlich hatten wir so 6 Grad über Tag. Und ich dachte mir so, okay, ja gut. Ich stehe jetzt hier im Ankleidezimmer, wie man eventuell unschwer erkennen kann. Und ich wollte euch mal kurz zeigen, was ich eben gemacht habe. Ich habe mich nämlich eben ein bisschen mit unseren Klamotten beschäftigt. Wir hatten nämlich hier so ein kleines Chaos sozusagen. Ich habe ja hier hinten in der Ecke diese 4 Kisten stehen. Okay, die kann man jetzt wegen dem Licht nicht so gut erkennen. Aber das habe ich euch ja schon gezeigt. Und hier habe ich auch schon Wäsche zusammengefalten. Die muss ich noch einräumen. Und ich habe dann jetzt mal so ein bisschen getauscht. Ich hatte in einer Kiste zum Beispiel meine langen Hosen drin, weil wir waren ja am Überlegen, ob wir uns noch eine dritte Malmkommode kaufen. Wir sind immer noch im Überlegen, weil eigentlich habe ich schon wieder aussortiert und dann, ne, das ist so ein Zwiespalt. Will man Geld ausgeben, will man kein Geld ausgeben? Dann hatte ich auf jeden Fall in einer Kiste meine ganzen langen Hosen und der Kommode halt meine ganzen kurzen Hosen, weil die langen brauchte ich nicht. Das habe ich dann jetzt einmal getauscht. Mit Jakobs Sachen habe ich das auch gemacht. Er hatte da auch eine Box, wo so ein paar Hosen noch von ihm drin waren. Da habe ich jetzt alle seine kurzen Hosen hingetan, die er jetzt auch nicht mehr braucht und habe das so ein bisschen getauscht. Wie gesagt, da sind meine kurzen Hosen jetzt drin und hier von Jakob. Und hier habe ich jetzt so ein bisschen aufgeräumt. Ich weiß, das Licht ist ein bisschen blöd, aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Hier sind jetzt auf jeden Fall Jakobs Hosen drin. Ich habe noch ein paar kurze da gelassen, falls er die doch noch irgendwie mal anziehen will, falls er die irgendwie braucht oder warum auch immer. Das sind jetzt so diese neueren und die er zum Beispiel auch draußen anzieht und alle anderen ältere und sonstiges. Ist alles in dieser Box hinter mir und dann hier so seine Jeans. Und hier habe ich natürlich auch aufgeräumt und das so ein bisschen sortiert. Den Trick, dass man die Sachen so einsortiert, habe ich mal unter irgendeinem Video von uns gesehen. Also irgendeiner von euch hat mir das geschrieben. Nochmal danke dafür. Ich habe das auf jeden Fall jetzt hier so ein bisschen sortiert. Hier sind jetzt so seine ganzen T-Shirts, die er zum Schlafen anzieht oder einfach drin. Und okay, das sieht man jetzt echt wegen dem Licht nicht so gut. Das hier sind jetzt einfach so seine Jogginghosen, seine Schlafhosen. Und genauso habe ich bei mir auch so ein bisschen umgeräumt bzw. aufgeräumt. Ich habe das bei mir jetzt mit den Hosen auch so gemacht. Das sind alles meine Leggings und meine dickeren Hosen. Ich habe ja meistens solche Thermo-Leggings für den Winter. Und hier habe ich dann einfach zum Beispiel meine Blumenhose und Jeans und so weiter. Das waren jetzt nicht so viel. Das sind jetzt nur 4 Stück oder ich glaube 5. Und deswegen habe ich die einfach so hingelegt. Und das hat ganz gut gepasst, das alles so in einer Reihe aufzustellen. Vor allen Dingen sieht das jetzt auch viel, viel geordneter aus. Ich finde das richtig cool. Und hier habe ich das genauso gemacht. Das sind jetzt alles solche Tops und so weiter, die ich drinnen anziehe. Hier vorne sind noch so ein paar Hosen, die ich einsortiert habe, die ich dann für drinnen anziehe oder auch zum Schlafen. Dahinter habe ich noch meine Schwimmsachen reingesteckt. Und hier sind so Jogginghosen. Ich habe hier noch so ein T-Shirt liegen. Also Jogginghosen und Schlafsachen, dass ich das jetzt alles so ein bisschen sortiert habe. Wie gesagt, da war richtig Chaos drin. Und da ich diese kurzen Sachen dahin packen wollte, habe ich diese ganzen 4 Schubladen rausgeschmissen, also alles rausgezogen. Es sah hier aus wie sonst was. Und habe das jetzt alles schön einsortiert und bin jetzt wieder happy, dass jetzt alles wieder ordentlich ist. Und ich habe auch zu Jakob gesagt, ich hoffe bzw. ich bitte ihn darum, seine Schubladen ausnahmsweise mal ordentlich zu lassen und nicht alles rauszuziehen wie ein Berserker. Und da er gesagt hat, das Essen ist fertig, werde ich natürlich jetzt hier im Wohnzimmer zusammen mit Jakob essen. Ich sehe hier schon leckeren Gurkensalat. Hast du schon gezeigt? Ja. Und, oh, das sieht richtig gut aus. Gut? Gut. Manchmal habe ich echt Sprachfehler, wo ich mich echt frage, wo das herkommt. Kartoffelpüree, Köttbullar und Soße. Oh, das sieht so gut aus. Vielen Dank fürs Kochen, während ich mich mit diesem ganzen Kram beschäftigt habe. Und einmal Wäsche habe ich auch schon mal reingeworfen. Die ist auch schon wieder unten im Trockner, damit das nachher auch schon fertig ist. Dann werden wir jetzt ein bisschen TV schauen und es uns schmecken lassen. Ich muss ja schon sagen, es war ja schon ein sehr langweiliges Finale. Also ich habe ja auf jeden Fall letztes Jahr und auch die erste Staffel geguckt. Und ich muss sagen, das war viel interessanter. Ich weiß ja nicht, was die da gemacht haben oder was die sich davon erhofft haben. Es haben ja Sydney und Vivian gewonnen. Die Leute, die auch Love Island schauen, die wissen ja, wer gemeint ist. Beziehungsweise die wissen ja, wer das ist und so weiter. Und ich muss sagen, den beiden habe ich es auch am meisten gegönnt. Auf der einen Seite finde ich es jetzt schon irgendwie schade, dass es vorbei ist. Das hat man abends nichts mehr zum Gucken. Es war schon irgendwie cool, dieses Trash-TV wieder zu haben. Aber naja,
Ich werde mir auf jeden Fall jetzt noch die neue Folge von Alle meine Frauen reinziehen. Ich glaube, die letzte Folge, also von letzter Woche, die habe ich auch verpasst. Dann werde ich die auch nochmal nachschauen. Und dann werden wir bestimmt nachher ins Bett gehen. Ich muss auch noch das Bett überziehen. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ich wollte das ja den ganzen Tag lüften lassen. Und wir haben jetzt kurz nach 10. Dann wird heute wahrscheinlich auch nicht mehr so viel passieren.